Videos. Sex in den Späten. Videos. Grün, grün. Ah, wie das aussieht. Die Telekaterschnunche. Jo, Freunde, was geht? Euer Cutter ist mal wieder am Stäßele. Und jo, meine Freunde, heute wieder zwei YouTube-Kacken über mich selber. Ich bin sehr gespannt, wie die werden. Die sind nicht so lang, die gehen beide 2 Minuten, also eigentlich relativ gechilltes Video auf jeden Fall. Bin ich sehr gespannt. Und ja, Kuss geht raus am Bürgermeister und auch an Lolex, die sich die Mühe gemacht haben, dieses Video zu schneiden. Wir ziehen es einfach mal auf entspannt rein. Freunde, ihr wisst natürlich, gerne ein Like da lassen, ein Kommentar wäre sehr, sehr geil von euch. Die Glocke aktivieren und ein kostenloses Abo, Freunde. Es wäre sehr, sehr schön, ein kostenloses Abo von euch zu bekommen. Jo, Freunde, heute gibt es kein Intro, weil es heute kein Intro gibt. Scheiße, ich habe dann heute die Message bekommen, ich blende euch jetzt hier auch ein Bild ein. Jo, die manuelle Überprüfung. Dieses kackgelbe Zeug, es geht mir so auf den Sack, ich habe da irgendwas ausgelöst. Bei mir ist jetzt alles gelb, ich schwöre, es ist so krank. Pepper, gelb ab 18. Abnehmen-Video gelb. Katja, gesperrt. Alles, also nicht gesperrt, aber demonetarisiert, also wegen Copyright. Es geht richtig ab bei mir. Beste Leben. Deines Videos hat ergeben, dass du ein Arschgeld aus sich gelöst. Aber du... Ich werde auf jeden Fall die YouTube-Kacke, wenn hier was drin ist, ein paar Sachen zensieren. Dieses Video muss grün werden. Muss grün werden, sonst sagt der Algorithmus, hey, hier wird ja eh alles gelb, wir schalten gar nichts mehr grün. Es wird alles gelb, Reichweite gedämmt. Kann aufhören mit YouTube, keine Klicks mehr, tschüss. Zum Beispiel, wenn Videos gelb zum Beispiel sind, werden die halt nicht mehr gespielt oder irgendwo angezeigt, weil YouTube denkt, hey, Kacke. Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, es macht keinen Sinn. Auf jeden Fall. Es macht Sinn. Ich droht Geld. Schon wieder Drogen, Alter. Ich kann mir da einfach nur noch anfassen. Es geht mir so auf den Sack. Und jemand, der Milliarden, 10 Millionen, 10.800 Abonnenten hat, der braucht... der 10 Milliarden, 800.000. Reichweite, der will ja auch... Stimmt, einer mit 10 Milliarden Abonnenten, der braucht doch Reichweite. Mann, warum versteht es denn keiner? Also ich will ja auch größer werden mit euch und alles drum und dran. Das ist der absolute Wahnsinn. Also das ist sowas von bescheuert. Ich kann mir wirklich nur auf den Tisch sauen und es fuckt so ab. Ich habe YouTube angefangen aus Hobby und weil ich mir dachte, hey, upsi. Das Geilste ist ja einfach, dass dieses Video grün ist. Ich habe da so oft so viel Scheiße gesagt, es ist einfach grün. Alles wegen Upschi Schmupschi. Ah, wie das aussieht. Die Telekaterschnunche. Das mache ich jetzt auch hier noch rein. Upschi Schmupschi, Teletubbies, Peppa Pig, werbefreundlich, Togo, Kindergarten. Upschi. Und ich schwöre, Kuss geht raus an alle, die mich supporten. Vielen, vielen Dank an euch. Ehre, bester Mann. Und denkt sich, wie ist ein Video? Nee, das kann nicht werbefreundlich sein. Und dann kommt ein Video an. Upschi Schmupschi. Das ist werbefreundlich. Das machen wir sofort grün. Ich weiß ja nicht, warum das Video ist so gelb ist. Ich habe da vielleicht ein, zwei Schimpfwörter gesagt. Aber wollte mich eigentlich verarschen, dass man nicht mal mehr Upschi Schmupschi sagen kann. Und dann kommt vor irgendeinem Teletubby-Video eine Mercedes-Werbung. Hä? Mercedes oder so wollen doch Eltern verkaufen. Dann müssen sie doch... Mercedes will doch Eltern verkaufen. Stimmt. Warum geht die Daimler-Aktie jetzt auch gerade wieder nach unten? Jetzt verstehen wir, warum. Minderjährige ansteuern und sowieso kein Geld. No front. Haben. Das macht doch Sinn. Ich verstehe YouTube. Ich gehe zu irgendwelchen Videos und dann denke ich mir so... Sehr gutes Video von Lolex auf jeden Fall. War auf jeden Fall amüsant. Das ist immer das Wichtigste. Dass Videos entertainen, die nicht zu langweilig sind. Ich fand YouTube-Kacke gut. Also ich weiß auf jeden Fall, was für Arbeit das die 2 Minuten sind. Also ich weiß nicht, der hat bestimmt für die YouTube-Kacke safe für eine Stunde oder länger sogar gebraucht. 2-3 Stunden. Allein diese Sachen muss man sich erstmal überlegen, die Effekte einbauen und so. Also das dauert schon seine Weile. Und selbst wenn es nicht eine Stunde gedauert hätte oder so, ist trotzdem geisteskrank, dass Leute meine Videos nutzen und daraus eine YouTube-Kacke schneiden. Das ist für mich nicht selbstverständlich, dass, sage ich, fremde Leute, die mich gar nicht so persönlich kennen, nur durch meine Videos halt mich feiern und daraus dann sich die Zeit nehmen, von ihrer Freizeit
Das müsst ihr euch vorstellen, von ihrer Freizeit geht einfach mal so eine Sache drauf, so eine Stunde für ein Video von mir. Also das ist schon wirklich sehr, sehr geil. Also wirklich Kuss geht raus. Und ich sage das jetzt auch einfach mal hier so nochmal. Kuss geht raus an jeden Supporter, danke an jeden Abonnent, danke an jeden, der kommentiert, der liked. Danke für euren Support, Freunde. Ist für mich nicht selbstverständlich. Ich will das immer sagen. Deswegen habe ich auch eine sehr enge Bindung auch auf Instagram und ich will jedem antworten, schreiben und antworten auch. Auch wenn es 10 Wochen mal dauert, dann antworte ich trotzdem mal jedem und so. Da lege ich schon sehr viel Wert drauf. So, jetzt kommt der Bürgermeister Lel. Bin ich mal gespannt. 250 Abo-Special. Nice, Bruder. Auf jeden Fall Kuss geht raus. Geliked habe ich schon. Einen Kommi schreibe ich dir jetzt einfach auch nochmal nach dem Video rein. Jo Freunde, heute gibt's kein Intro. Ach ja, die Links zu den Videos sind auch unten in der Videobeschreibung, Freunde. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mal draufklicken, ein Like da lassen und vielleicht Hashtag Cutter, dann wissen alle, yo, ihr kommt von mir oder so. Wäre vielleicht mal ganz nett. Ja. Küsschen, lasst ein bisschen Liebe da. Zum Kotzen, Freunde. Ich habe ja vor ein paar Tagen das Thumbnail. Video hochgeladen. Und mir geht es jetzt da ums Cash, aber Videos, die gelb sind, sind gelb. Okay. Macht Sinn. Ich habe dann heute die Message bekommen. Neue Message auf Eine neue Message auf WhatsApp mit Jo Olli, Digga. Die manuelle Überprüfung deines Kotkos hat ergeben, dass du grün bist. Auf jeden Fall kriegt er die Die Nachricht. manuelle Überprüfung hat ergeben, dass dein Video grün ist. Jo, das ist werbefreundlich. Und ich kann mir da einfach Schön nur noch wär's an den für Kopf dritte fassen. Welt. Es geht mir so auf den Sack. Ich kann es nicht verstehen, dass die ganze Zeit dieser YouTube-Bot alles grün schaltet. Bei mir auch. Ich kann es verdammt nochmal nicht verstehen, warum dieser Bot bei mir alles grün schaltet. Upschi schmupschi. Auch alles ist grün-gelb. Grün-gelb. Grün, grün, grün sind alle meine Videos. Sex, ein in den Spät. Geld, Geld, Geld sind alle meine Videos. Ey, ich schwitze schon wieder jetzt wie Sau, Alter. Grün, grün. Ist das bescheuert, Alter? Gelb, gelb, gelb. 3 Tage später, was kommt denn jetzt, Alter? 3 Tage später. Rot, rot, rot. Rot, Alter. Ey, das ist ja die Kombo. Zuerst wird's grün, dann wird's gelb nicht. Holy shit, dann wird's rot. Kriegst erstmal einen Strike rein, Alter. Sehr geil gemacht, sehr geil. Sekunden später. Ich habe erneut einen Strike. Ich hab's gesagt, ich hab's gerade noch gesagt, Alter. Wie geil gemacht, Mann. Ey. Ich habe erneut einen Strike. Alter, wo er das ausgegraben hat, Alter. Nur für das Video. 12 Sekunden später. 12 Sekunden später. Ich habe erneut einen Strike. So bescheuert. Es fuckt so ab. Ey, der Piepton. Jetzt habe ich es leise gemacht, oder? Ah, jetzt wieder. Es fuckt so ab. Fuck. Tödet. Alle Videos grün, gelb, grün, gelb. Alter, wo sind wir denn hier? Im Regenbogen oder was, 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 was? Dann bist du vielleicht gerade unterwegs oder so, dass es grün wird, dass ich komme. Dass ich komme? Ich habe mich Dass jetzt ich ein bisschen komme? aufgeregt. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt. Muss auf YouTube die ganze Zeit nur die Teletubbies einblenden, dass Videos grün werden. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, einen Kommentar, ein kostenloses Abo, Freunde, wäre sehr, sehr geil. Und checkt auch mein Instagram, Freunde, ab. Ich bin da so aktiv, das war jetzt zwar kein Deutsch, aber ich bin da so aktiv, Freunde, gönnt's euch auf jeden Fall. Wäre sehr, sehr cool von euch. Ich danke euch auf jeden Fall für den Support. Kuss geht raus. Jetzt kommen wir noch zu den Grüßen, Freunde. Grüße gehen raus an Luca T, Head King Neros, an Bürgermeister, gehen natürlich Grüße raus, an NE, Pandaman, Territory, Chiquita, dann an Mel Plevka, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, Galaxy Neon, Hashtag Felix Alcazar, Ultra LP, an Panik, Tizian Seufer,
Marco Schönteich, an Kevin, an Metis Veganes, Digga, die Namen sind wieder Giftzwerg, an Max Keller, Flaming Reimers, Snack Pack King, Bianca, Kajol und an X-Plane. Gehen Grüße raus auf jeden Fall. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, Freunde, schreibt es in die Kommentare. Und es ist einfach nur Glück, Freunde, wie ihr gerade angezeigt werdet, wie ich durchscrolle. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und adios. Noch einen schönen Sonntag, Freunde. Gönnt euch. Piu.